Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Gift oder die Gabe, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Ich höre gerade komische Geräusche aus dem Off. Das ist meine Katze, die hat einen Pappkarton. Wie auch immer, sie hüpft drin rum. Kurz nochmal zusammenfassen, wir waren in Rikers Wohnung, wir haben herausgefunden, dass dieser komische Millionär höchstwahrscheinlich der Nothing Man Killer ist, sind an diesem Wachmann vorbeigekommen und haben nach dem Herrn gefragt, worauf der uns mitteilte, dass Riker scheinbar schon erwartet hat, dass wir darauf kommen, dass wir hierher müssen und wohl auch ganz in der Nähe ist und drin ist ein Wachmann, der uns gegebenenfalls eventuell Schwierigkeiten macht. Hier liegt gerade eine Schere, die nehmen wir mal mit, ich weiß noch nicht wofür, was das ist, weiß ich nicht. Und wir haben wenig Zeit, also gehen wir doch mal direkt rein. So, ganz ehrlich, der Millionär wohnt ganz schön gruselig. Also das gefällt mir nicht. Was liegt denn hier rum? Oha. Okay, ich schreibe wieder was auf. Ich kann also gleich mal in mein Buch gucken. Hallo, ich bin hierher gekommen, um Herrn Jacobs zu sehen. Er ist nicht hier. Aber der Wachmann draußen hat's gesagt. Er ist nicht hier. Der Wachmann draußen hat gesagt, dass ich wenig Zeit habe. Ich muss hinein. Okay. Durst nach Blut, still deinen Hunger, gib Leben einer Pflanze zum Behindern und Erschweren. Hä? Das ist, glaube ich, wieder so eine scheiß Übersetzung. Durst nach Blut, still deinen Hunger, gib einer Pflanze zum Behindern und Schweren. Also ich würde sagen, ich weiß nicht, ob wir noch Blut noch im Inventar haben. Eine Pflanze haben wir ganz zufällig nämlich mitgenommen. Wir seit Tagen schleppen wir eine Petunie mit uns durch die Gegend, die wir gleich hier hinstellen werden, um sie wahrscheinlich mit Blut zu tränken. Und dann passiert wieder irgendwas Mysteriöses. Haben wir natürlich schon geahnt, als wir bei Reika in der Wohnung waren und haben deshalb die arme Petunie, ich behaupte jetzt, es ist eine Petunie, davor bewahrt, vom Fenstersims zu stürzen, damit sie nicht schon wieder denkt, aller... ne, ihr wisst schon, 42 ist die Antwort. Nicht schon wieder. Naja, dieses Geschenk von Rose stellen sich als sehr nützlich heraus. Das scheint ein Ritual zu sein, mit dem man Pflanzen schneller wachsen lassen kann. Ich habe das schlechte Gefühl, dass sich diese Pflanze abartig verhalten wird. Ich sollte das nur probieren, wenn ich keine Alternative habe. Ich habe keine Alternative. Ich habe noch Blut. Was wird passieren? Oha, oha. Oha, oha, oha. Angriff der Killer Plants. Plants versus Zombies. Oh, das ist aber ganz schön viel. Der arme Wachmann. Sowas macht man doch nicht. Ja, jetzt hängt er da. Die Lianen haben den Kontrollraum überwuchert. Oh. Oh, ein Wimmelbild. Wimmeln wir mal los. Eine Handschaufel. Oh Gott, ist das hier ein Chaos. Sehr fürchterlich. Ein Magnet, der hängt da oben. Ein Treppenläufer. Das ist doch ein Treppenläufer? Nein, ist das kein Treppenläufer? Ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Treppenläufer. Der wird mir Schwierigkeiten machen, der Treppenläufer. Das sehe ich jetzt schon, weil ich weiß nicht, was es sonst sein soll. Na gut, ein Mob. Das ist ja Mobbing hier. Eine Schriftrolle. Notenblätter auf Fußboden. Hier ist das eine Schriftrolle. Jawohl. Ein Kaktus, ein Marienkäfer, Haken und Köder. Da oben ist ein Haken. Und da ist ein Köder. Mitnehmen. Vase. In der Vase sind bestimmt auch wieder Blumen. Ich suche also nach Blumen. Blumen. Die Blumengruppe. Vielleicht suche ich auch mal nach einer Vase ohne Blumen drin. Ich sehe keine Vase. Naja, Telefon. Telefon habe ich gerade irgendwo gesehen. Da. Ein Bügeleisen. Ach, hier ist eine Schaufel. Ein Bügeleisen habe ich meines Erachtens auch schon irgendwo erspäht. Lasst mich mal kurz. Hier sind Schlittschuhe, Bügeleisen. Eine Rassel liegt direkt daneben. Jetzt brauche ich nur noch die Vase. Ah, das ist keine Vase, das ist auch nichts.
Da ist eine Vase, ohne was drin. Jetzt brauche ich nur noch diesen verdammten Treppenläufer und jetzt weiß ich partout nicht. Ich hätte jetzt gedacht, die meinen den Teppich, also einen Läufer. Aber das ist wahrscheinlich nicht und das ist wahrscheinlich irgendwas ganz anderes, wahrscheinlich wieder irgendwas schräg übersetztes, was ich so gar nicht zuordnen kann. Ach hier, das ist ein Treppenlauf und so eine Spirale, die da runterhoppelt. Das habe ich jetzt habe ich einen Wischmopp mitgenommen. Ich bin begeistert. Ja, die haben den. Oh. Ja, das macht jetzt auch Sinn mit dem Wischmopp. Wahrscheinlich kann ich da den Schlüssel angeln. Juhu, ich bin so gut. Ich bin der Held vom Erdbeerfeld. Ich bin so imbar, ey. Das ist, da kommt. Nee, ihr kommt da alle niemals. Niemals nicht kommt ihr daran. Verschlossen. Ach, ja, und wir haben einen Schlüssel. Was ein Zufall. Der gehört da nicht hin. Was? Falsch? Aber wofür ist denn dann der Schlüssel, wenn ich. Wenn nicht. Muss ich in den Kontrollraum. Ah, okay. Hä? Hat der kein Universal? Der Wachmann kommt nur hier rein. Weiter kommt er nicht. Das sieht irgendwie doch. Also, mir gefällt die Einrichtung. Noch ein Wimmelbild. Geladene Pistole, das heißt, wir müssen eine Pistole und eine Patrone finden, würde ich jetzt mal vermuten, so ganz spontan. Aber wir brauchen auch ein Überbrückungskabel, das hängt uns hier so ein bisschen im Weg rum. Das Seepferdchen hängt bestimmt wieder. Och, es wird langsam wird's berechenbar. Ein Baseballschläger steht da hinten in der Ecke. Ein Thermometer sehe ich jetzt gerade noch nicht. Ein Mikrofon hier. Blablabla. Ich spreche gerade in eins. Eine Holzfigur. Bist du aus Holz? Jawohl. Ein Tennisschläger hängt hier an der Wand. Ein zum Bleistift. Oh, Flachwitze. Juhu. Bleistift sehe ich auch gerade noch nicht. Sehe ich hier einen Schraubenzieher? Brauche ich den? Nein. Na gut, suchen wir mal weiter. Kerze. Karte. Warten. Hier, Landkarte. Okay. Glühbirne. Es gibt übrigens gar keine Glühbirnen. Birnen leuchten nämlich nicht. Es sind Glühlampen. Nur so eine Klugscheißerei von so einem Lehrer von mir früher mal. Genau wie es keine Schraubendreher gibt. Hier ist übrigens der Bleistift. Kein Schraubenzieher, pardon. Es sind Schraubendreher. Weil man kann ja rein- und rausschrauben und nicht nur rausziehen quasi. Also Schraubendreher, Schraubenzieher gibt es nicht, obwohl ich nicht weiß, ob es vielleicht nicht mittlerweile doch im Duden steht oder so. Hier liegt ein Thermometer. Jetzt, ich habe weder eine Pistole bisher gesehen, noch irgendwas, um die Pistole zu laden. Das macht mir so, gibt mir so ein bisschen zu denken. Hier, Kugel. Ach, das sind schon mal die Kugeln wahrscheinlich. Ist also wahrscheinlich eher ein älteres Modell. Pistole. Da. Ja, put es in den Lauf. Pack es in den Lauf. Pack es in den Lauf. Ja, yeah, wir nehmen sie mit. Wir nehmen sie mit. Und wir nehmen nicht die Pistole mit, sondern ein Überbrückungskabel. Gut, sehr schön. Ich fühle mich schlecht dabei, aber er wird wieder in Ordnung kommen. Ich hoffe, dass er das Bewusstsein nicht wieder langt, bevor ich hier fertig bin. Ja, das. Hoffe ich auch. Die Lianen sind so dick, ich kann auf dem Monitor nichts sehen. Wie gut, dass ich von draußen die Heckenschere mitgenommen habe. Schnipp, 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 schnapp, schnipp, schnibbel, schnibbel, schnapp. So, kann ich jetzt mehr sehen auf den Monitoren? Ja. Einer der Monitore ist kaputt. Ich frage mich, warum? Ich frage mich vielmehr, was liegen hier für. Oh Gott, ist ja gruselig. Hat sich irgendwas getan? Ich muss die Sicherheitskamera auf die richtige Sequenz einstellen. Ich muss jede Sicherheitskamera auf die richtige Sequenz. Ich muss jede Sicherheitskamera. Woher soll ich denn die? Erstmal, wie gebe ich denn eine Sequenz ein? Oh. Okay, die werden dann abwechselnd, werden die immer gut. Oder halt nicht so gut. Keine Ahnung, was ich hier gerade genau tue. Oh, hier ist auch noch irgendwas? Nee.
Wahrscheinlich müssen die alle leuchten. Und ich bin mal wieder im ersten Moment zu blöd, um überhaupt zu verstehen, was hier gerade passiert. Steuere ich die denn auch unterschiedlich? Kommt das? Nee. Also die steht auf 2, die steht auf 1. Stellen wir die mal auf 3 und die auf 4 und die auf 5. Keine Ahnung. Was sind das für Leute, die man dazwischendurch sieht? Was machen die da? Der sieht aus, als wäre er tot. Der vielleicht auch, vielleicht mümmelt er da auch nur in der Ecke. Und der weiß man auch nicht, der sieht ziemlich entspannt aus gerade. Aber der sieht ziemlich mausetot aus. Okay, das scheint schon mal so nicht zu funktionieren. Obwohl, die leuchten jetzt beide schon. Was ja schon mal generell gut sein könnte. Ich probiere jetzt einfach mal durch. Ich weiß nicht so genau, was ich hier gerade tue. Ich probiere jetzt einfach aus, ob der andere auch noch anfängt zu leuchten. Offensichtlich nicht. Bei der Einstellung. Dann probieren wir es mal bei 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nö. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt bestimmt irgendwo einen Hinweis darauf, wie die stehen müssen. 1, 2, 3, 4. Ah, jetzt leuchtet der auch. So, und da haben wir es. Es piept. Okay. Irgendwas ist passiert. Und jetzt? Fünf, eins, zwei, drei, vier. Was ist denn jetzt passiert? Ich verstehe es gerade nicht. Wofür habe ich das gerade getan? Überbrückungskabel. Ich blick nicht durch. Was ist denn gerade passiert? Ich dachte, ich kriege jetzt hier ein Bild auf den Sicherheitskameras oder so. Aber wenn ich die Sicherheitskamera richtig einstelle, dann geht die Tür auf. Ist ja auch unlogisch. Ich sollte besser nicht das falsche Zimmer betreten. Diese Patienten könnten gefährlich sein. Haha. Ich freue mich. Die Frau in der Zelle weint. Oh, das sind fiese Hintergrundgeräusche. Wenn Jacobs der Nothing Man ist, muss ich herausfinden, was er als nächstes vorhat. Hello, Miss Myville. Da ist er ja schon. I was expecting you. I am Mr. Jacobs. And I am the Nothing Man. Oh Gott, er gesteht. Hallo, Frau Myvilles, ich habe Sie erwartet. Ich bin Herr Jacobs und ich bin der Nothing Man-Mörder. You won't even deny it? Why are you doing this? Sie streiten es nicht mal ab. Warum haben Sie das getan? Sie sind über alle Maße reich. Langweilen Sie sich so sehr? Warum haben Sie all diese Leute umgebracht? Jemand muss harte Entscheidungen fällen. Oh Gott, ich will gar nicht. Ich will nicht wissen, was jetzt passiert. What Ms. Myers has shown you is minuscule compared to what I've seen. Was mir gezeigt wurde, oder was Ihnen gezeigt wurde, Frau Myers, ist nichts gegen das, was ich gesehen habe. Was ist das für eine Vision? Warum tun Sie das? Ich verstehe das nicht. Sagen Sie es mir. Sagen Sie es mir! Warum tun Sie das? Ja, ich habe Ihren Namen vergessen. No, it wouldn't be right telling you. This is the burden that seers must bear. Nein, es wäre nicht das Richtige, es Ihnen zu zeigen oder Ihnen zu sagen oder was auch immer. Das ist die Bürde, die ein Seher tragen muss. Aber ich bin auch ein Seher. Will ich jetzt wirklich noch rausfinden, warum er es getan hat? Ich weiß doch, dass er es ist. Können wir ihn nicht einfach töten? Herr Jacobs heißt er, genau. Unser Millionär, der in seiner Zelle haust. Herr Jacobs hat mich gegrüßt, als würde er mich kennen. Er hat nicht auf eine Antwort gewartet. Er hat direkt zugegeben, dass er der Nothing Man ist. Er sagte auch, dass das, was er Frau Myers gezeigt hat, nichts im Vergleich dazu ist, was er sieht. Aber was sieht er denn nun? Was sieht Jacobs? Und warum kostet es Menschen das Leben?
Jacobs ist zwar hier in seinem kleinen, Zimmer, aber er hat eine Menge zum Anschauen. Er hat Patientenakten, Zeitungsartikel und Gekritzel an den Wänden hängen. Die Zeichen an der Wand sind mehr als Schmierereien. Ich glaube, es sind Blaupausen oder etwas Ähnliches. Ich sollte sie mir näher ansehen, bevor ich gehe. Okay. Nicht, dass ihn das wütend macht. Was habe ich denn hier mitgenommen? Eine Sicherung. Der Anhänger öffnet sich, wenn alle Teile einmal blau und einmal grün eingefärbt sind. Eingefärbt wurden. Und damit setze ich mich später auseinander. Die Maschine, die Sie da entwerfen, sieht sehr kompliziert aus. Moment, Ihr Gehilfe ist nicht wie Sie. Er kann das nicht alleine bauen. Sie müssen die Konstruktion überwachen. Ah, okay, er kommt also auch irgendwie raus. Und die sind schwach. Sie können nicht mehr weit reisen. Der Gehilfe ist wahrscheinlich irgendwo hier in der Nähe. Mögen Sie es, Frau Moy? Das Morgen zu sehen hat seine Vorteile. Und mit meiner Kreativität war ich wohl der Einzige, der imstande war, das zu tun, was nötig war. Das hier ist eine neue Karte, die Ihren Eigentümer erkennt. Die Karte gibt Anweisungen. Das sind nicht Ihre Erfindungen. Sie sehen sie in der Zukunft und stellen sie hierher. Faszinierend. Das sind die Akten. Ich bereue die viele Leben, die ich genommen habe, Frau Meister. Ich möchte mich um die hinterbliebenen Familien kümmern, aber ich weiß nicht, wer sie sind. Das ist meine Art, die Opfer zu honorieren. Die ersten Nothing-Morde, deswegen hast du aufgehört. Du dachtest, du wärst erfolgreich gewesen. Mit dem, was du auch immer geplant hast, warum hast du wieder damit angefangen? Also ich stotter übrigens so ein bisschen, weil ich parallel nämlich das Englische höre und dann vorlese. Ich weiß aber nicht genau, ob ich einfach warte, bis die Englischen fertig sind und es dann selbst nochmal vorlese oder ob ich mir das Vorlesen einfach spare. Aber ich glaube, wir sind so weit am Ende, das ist egal. Brauchen wir uns jetzt auch nicht mehr drüber unterhalten. Die Zukunft ist formbar, Frau Mayville. Sie hat sich wieder zum Schlechten gewandt, also musste ich etwas unternehmen. Die Arbeit ist noch nicht vollbracht. Dieser Körper, der mein Gehirn beinhaltet, ist mittlerweile sehr schwach geworden. Oh Gott. Das sind Patientenakten aus der Klinik. Moment, diejenigen, die diese Vision haben, werden für verrückt erklärt und hier eingesperrt. Deswegen haben sie diese Klinik gekauft, aber sie schaffen es nicht mehr. Jemand muss ihre Arbeit weiterführen. Das ist richtig, Frau Mayville. Das Gebrabbel von Verrückten ist eben nicht immer nur Gebrabbel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir damit enden werden, dass wir die Leitung von dieser Irrenanstalt übernehmen. Und das behagt mir überhaupt nicht. Manchmal ist es wahr, woanders sollte ich einen Ersatz für mich finden. Ich kann mich kaum bewegen, aber meinen Gedanken habe ich unter Kontrolle. Wer glauben Sie, hat das Kind unterrichtet? Welches Kind? Okay. Ja, das hatten wir alles schon. Das Rätsel müssten wir uns gleich annehmen, aber das machen wir in der nächsten Folge, denke ich. Wir sind nämlich schon wieder bei 18 Minuten, das heißt, die Folge ist schon wieder rum. Irgendwie glaube ich... Nein, da gehen wir auch beim nächsten Mal rein. Ich möchte gar nicht wissen, wer da drin eingesperrt ist. Es ist ein rotes Lämpchen drüber und wir haben da auch noch ein Rätsel zu lösen. Und überhaupt sind gleich schon wieder 20 Minuten rum. Das heißt, die Folge ist für heute beendet. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Let's Play die Gabel mit so leichten Grusel-Aspekten. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass ich bei Gronkh das Let's Play, das Horror-Let's Play in dieser Nervenheilanstalt gesehen habe, wo ich mir jetzt gerade der Name von dem Spiel entfallen, aber es war der Hammer und es war total cool, aber es war so gruselig. Outlast hieß es. Outlast. Guckt es euch an. Gronkh, Outlast, Let's Play oder spielt das Spiel selber. Auf jeden Fall geile Geschichte. Ich verabschiede mich erstmal. Bis zum nächsten Mal. Horridoh.